Hi Renato. Hi Mischa. Gehen wir gerade ins Labor? Haben wir noch 3 Minuten Ei abgetan? Ich mache mir immer 2-3 Minuten Eier, aber 4 Minuten. Es gibt Religionen, wo das Ei als Schöpfungssymbol gilt. Glaubst du an Gott? Keine Ahnung. Glaubt ihr an mich? Bö. Ich muss ein Altglas entsorgen. Vielleicht ist ja Gott gar kein Mann. Vielleicht ist ja Gott eine Frau. Vielleicht. Gut, wenn Gott eine Frau werden, hat sie das System mit der Geburt sicher ein bisschen anders geregelt. Meinst du, weil Geburten so schmerzhaft sind? Ja. Warum nicht einfach ein Türli? Oder ein Gebärrucksack. Irgendetwas Praktisches. Vielleicht sogar Weile. Zum Beispiel. Lust auf eine Runde Eile mit Weile? Das mit dem Storch wäre eigentlich eine gute Idee. Die Frau bestellt das Baby. Ja. Wenn sie sagt, hey, ich bin gleich bereit. Genau. Ich habe fertig studiert, Praktikum gemacht, weiter studiert, nochmals ein Praktikum gemacht, promoviert, Arbeitsprüfung gemacht, habe jetzt etwa 3 Jahre lang gearbeitet, bin jetzt 43 und ich hätte jetzt gerne ein Baby. Ich hätte jetzt gerne etwas Süßes. Vom Storch bringen wäre für die Frau sicher angenehmer als im eigenen Bauch herumtragen. Dann wäre auch nicht jeder immer sein Ohr drauf legen, als sei sie Muschel aus dem Mittelmeer. Das ist auch nicht das Geile vom Ei. Hast du gewusst, dass im Eiweiß vom Ei weniger Eiweiß drin hat als im Eigelb vom Ei? Also du meinst, im Eigelb hat es mehr Eiweiß drin als im Eiweiß? Vom Ei. Richtig.